Hä? Wo bin ich? Ha! Wer ist das? Wer sind Sie? Oh mein Gott, Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Was wollen Sie von mir? Gucken Sie mich nicht so an. Oh Gott. Was machen wir denn hier? Oh nein. Was tut er da? Was macht er da? Hat er irgendeine Flasche? Nein. Nein. Er nimmt die Spritze. Oh Gott. Was passiert jetzt? Nein, gehen Sie weg. Lass sie... Oh Gott! Ha! Lars! Was ist los? Was ist passiert? Was ist mir passiert, frage ich mich. Ich habe einfach am Tisch gesessen. Ich habe nichts gemacht. Leute, was war das gerade? Hast du wieder schlecht geträumt? Oh Gott, ich habe total schlecht geträumt. Oh mein Gott, das glaubst du gar nicht, was ich gerade... Ey, das will ich gar nicht erzählen. Ich weiß nicht, war ich... Sag mal, das war so real. Setz dich und erzähl's mir. Okay, pass auf. Ich habe geträumt, ich lag auf so einem komischen Behandlungstisch und auf einmal kam da so ein Doktor an mit einer Spritze und ich weiß, es klingt jetzt gar nicht so gruselig, wie es war. Das war mega gruselig, war ich die ganze Nacht hier. Das klang so real. Das war schon ein bisschen gruselig. Ja, das war gruselig. Sag mal, war ich hier? Aber Izzy, das ist... Lars, war ich die ganze Nacht hier? Hast du mich irgendwie gesehen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also ich habe ja auch geschlafen. Ich kann es dir nicht sagen. Oh Gott, ich weiß es nicht. Das hat sich so echt angefühlt, aber... Okay. Weißt du was? Wir werden jetzt erstmal... Ich muss erstmal hier an die frische Luft ein bisschen frische Luft schnappen. Das war schon wieder irgendwie total... Das denke ich auch. Oh nein, die Kastanien sind nicht nachgewachsen. Es ist nur eine Kastanie da. Oh nee. Und das gibt's doch gar nicht. Ich habe aber auch so Hunger schon. Sag mal, kannst du vielleicht ein paar braune Pilze oder so pflücken? Ich gehe kurz Kohle holen, dass wir die Kastanie rösten können und so. Okay, ja? Natürlich. Warte mal, ich hol mal eine Spitzhacke hier raus. Oh, wo ein paar Pilze sammeln. Hier vorne. Zack. Okay. So, hier vorne. Genau, ein paar braune Pilze. Rote weiß ich gar nicht, ob wir noch rote Pilze haben. Irgendwie müssen wir mal gucken. Ich gehe mal runter in die Mine. Die können wir essen, die sind noch ein bisschen giftig, oder? Die roten? Aber Pilzsuppen können wir doch machen. Oh, warte mal, ich mach die Tür mal lieber hinter mir zu, dass hier mir hier keiner folgen kann oder sowas und niemand uns hier verfolgen sollte oder so. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, hier ist sogar noch eine Gartensuppe drin, aber ich glaube, die heben wir uns wirklich für schlechte Zeiten auf. Ich nehme mal die Fackel mit, falls es denn irgendwo dunkel wird hier unten. Hier unten ist es nämlich ziemlich gefährlich, Freunde. Hier haben wir nämlich einen Lavasee und da müssen wir mal richtig doll... Oh mein Gott, da habe ich mir gerade den Po verbrannt. Da muss man mich richtig doll aufpassen. Um Gottes Willen. Okay, so zur Seite. Und hier wieder vorbei. Ah, das tat schon wieder richtig weh. Warte mal, wir können doch hier, zack, einmal den Stein abbauen. Ist kein Problem. Den setze ich einfach mal da ran. Und dann können wir hier auch schon runtergehen. So, zack. Und glaube ich... Oh mein Gott, hier sind die Ratten wieder. Oh nein, kommen die hier raus? Leute, wir müssen so aufpassen. Die sind nämlich richtig gefährlich, wenn wir da jetzt runterfallen. Die eine kommt schon hinterher. Ah, die sind alle... Guck euch das mal an. Oh nein, wenn die uns boxen, dann sind wir erledigt, Freunde. Aber das machen die nicht. Alles gut, alles gut. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Hier ist nämlich unsere Mine. Und eigentlich... Oh Gott, hier ist sogar noch Eisenerz. Das können wir eigentlich auch gleich mal mitnehmen. Warte mal so, dann können wir das Eisenerz nämlich auch schon mal schmelzen im Ofen. Das war nämlich noch da. So, zack. Dann machen wir das Eisenerz rein. Drei sollten ja eigentlich erst einmal ausreichen. Und hier müsste eigentlich irgendwo noch Kohle gewesen sein. Oh, da haben wir die Kohle. Okay, perfekt. Da haben wir... Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind einfach Dias. Wie geil ist das denn? Warte mal, eine Kohle reicht ja eigentlich. Wir haben nur eine Steinspitzhacke. Wir müssen Eisen. Boah, wir brauchen Eisen. Wir müssen Eisen. Wir müssen unbedingt eine Eisenspitzhacke machen. Dann können wir uns nämlich die Dias abbauen. Und dann haben wir Dias. Wie geil ist das denn? Okay, so, warte mal, Freunde. Wir nehmen jetzt hier zwei Sticks aus dem Ofen. Die können wir uns mitnehmen. So, zack, die machen wir einmal hier rein. Und dann haben wir hier auch schon eine Eisenspitzhacke. Und dann können wir diese Dias hier unten abbauen. Oh, sehen die wunderschön aus. Nummer 1, Nummer 2. Hey! Sag mal, geht's noch? Nein. Hallo? Leute? Welche Ratte ist denn das jetzt gewesen? Nein! Oh mein Gott! 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 Oh, wir sind reingefallen! Sie kommen alle hinterher! Oh, Hilfe! Hilfe! Nein! Leute! Lars! Lars! Ich werde hier angegriffen! Oh mein Gott, Freunde, wir müssen schnell hier weg. Ganz schnell. Ha! Oh nein, kommen Sie hinterher? Wo sind die Ratten? Oh Gott! Nein, lass uns hier weg. Die eine Ratte hat uns verfolgt. Okay, Freunde, wir gehen einfach hier raus. Es ist alles in Ordnung, wir haben es überlebt. Wir müssen unbedingt diese Gartensuppe essen, sonst sind wir hier irgendwie halb am Verhungern oder sowas. Okay, zack, die essen wir jetzt noch einmal auf. Das war es dann leider mit der Gartensuppe, Freunde.
Okay, die Kohle haben wir. Wenigstens haben wir die Kohle geholt. Zack, dann machen wir die Tür mal zu. Ich habe keine roten Pilze, ich habe jetzt nur braune Pilze gefunden, Izzy. Aber ich kann die Kastanie machen, wenn du möchtest. Okay, ich kenne aber einen Spot, wo rote Pilze sind. Warte mal, ich mache jetzt erstmal hier die eine Kohle in den Ofen. Hast du die Kastanie? Willst du die Kastanie machen? Ich habe die Kastanie noch. Okay. Soll ich schon anfangen? Ja, mach mal die Kastanie in den Ofen und dann gehen wir einfach nochmal zusammen. Genau, ist schon im Ofen. Dann gehen wir jetzt einfach mal zusammen rote Pilze holen, würde ich sagen. Rein. Genau. Kommst du? So. Warte, ich warte noch, bis die Kastanie fertig ist. Okay, ja, ich gehe schon mal los. Ich kann mich ja hier so lange ans Feuer setzen und einfach mal kurz den Morgen genießen. Ich habe auch ein bisschen Hunger, Lars. Lass uns mal losgehen. Ich muss mal hier irgendwie... Okay, warte mal, kann man das hier... Was denn? Kann man das hier irgendwie so... Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen rote Pilze holen. Das hier reicht so nicht. Okay, lass uns mal gucken. Warte auf mich, nicht so schnell. Ja, ich bin... Wo bist du denn? Ach so, da kommst du schon. Ich habe die Kastanie für dich fertig gemacht. Eigentlich ist hier vorne ein Spot, wo nämlich... Guck mal, das... Oh Gott, was ist das? Lass da stehen. Wer ist das denn? Geh weg, Izzy. Da ist jemand. Geh weg da, ich hab schon mal... Hä? Izzy, weißt du was? Izzy, ich glaube, was ist das, was ich glaube, was das ist. Das ist doch kein Mensch. Izzy. Was ist? Izzy, bleib jetzt stehen, komm mit. Nein, ich will wissen, wer das ist, Lars. Was macht so ein Mensch hier in unserem Wald? Izzy, ich glaube, das ist kein Mensch. Nee, das ist kein Mensch. Was ist das denn? Leute? Izzy, komm, geh da nicht so schnell hin. Ich hab Angst. Nein, komm mit. Geh da nicht so schnell hin. Ich will wissen, wer das ist. Jetzt komm mit. Wo ist der hin? Oh nein, ich hab den verloren. Lars? Oh Gott, ich hab den verloren. Warte auf mich. Oh Gott, sie ist vor mir. Oh mein Gott. Leute, das ist eine Mumie. Die ist vor mir. Oh mein Gott. Das ist kein Mensch. Bleib stehen. Hat sie mich gesehen? Geht sie weiter? Oh mein Gott. Lars? Okay, sie geht da hinten lang. Das ist ein Haus. Warte mal. Was macht sie da? Ich stell mich hier hin. Ich versteck mich hier hinter. Ja. Lars, bist du bei mir irgendwo? Oh mein Gott, ich bin hinter dir. Okay, die geht zu dem Haus hin. Hinter dir. Warte mal. Lass mal. Ich will mal ein bisschen... Was macht die da? Was macht die da in dem Haus? Die hat geklingelt. Ich glaube, die hat geklingelt gerade. Warte mal. Da muss... Also, wohnt die da? Seit wann wohnt hier eine komische... Was? Oder ist jemand? Okay. Sie wissen, wer mich schickt. Händigen Sie mir sofort das Schutzgeld aus. Oh Gott, die Mumie erpresst den. Oh oh. Oh nein. Was? Es tut mir leid, aber meine Familie und ich sind arm. Wir können das Schutzgeld diese Woche nicht bezahlen. Oh nein, der arme Mann, die erpresst den einfach. Izzy, was passiert denn gerade? Wenn das so ist... Sie geht. Oh oh. Was passiert jetzt? Was macht sie? Leute, was macht die Mumie? Wo ist der arme Mann? Izzy, Lars? Warte. Wo bist du? Oh Gott, da kommt sie wieder. Nein, sie hat jemanden mitgebracht. Oh Gott, die zünden das Haus an von dem armen Mann. Oh nein. Das können die doch nicht machen. Die erpressen den und zünden... Oh mein Gott, Izzy. Lars, wir müssen helfen. Izzy, wo bist du? Nein, wir müssen... Oh Gott, da unten. Wir müssen einfach ganz ruhig bleiben. Nein, wir müssen denen helfen. Wir haben damit aber nichts zu tun. Warte, die verschwinden da hinter dem Haus. Okay, die zünden das Haus, glaube ich, von hinten an oder sowas. Oh Gott. Jetzt brennt die Hütte ab. Wir müssen rübergehen. Lars, wir müssen jetzt rübergehen. Jetzt komm. Wir müssen da irgendwie... Ich habe hier meine Spitzhacke. Wir müssen... Da vorne ist die Mumie. Wollen wir das Feuer löschen? Oh mein Gott. Ja, wir müssen das Feuer löschen. Wir müssen irgendwas machen, um die zu besiegen oder sowas. Hier, ess erstmal die Nuss. Nee. Okay, komm. Wir gehen da jetzt rüber. Oh Gott, Lars! Da ist jemand! Das ist der... Lauf, Izzy! Lauf, der hat eine Axt! Der hat eine Axt! Lars, komm mit! Ich Wo bist weg, du? Ich oh Gott, der ist hinter uns! Der ist hinter uns! Ist hinter mir, ist oh hinter mein Gott! Mir. Lauf, Izzy. Ich lauf doch! Kommst du hinter mir her? Bitte sag mir, dass du hinter mir bist! Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen! Ist alles gut? Ist alles gut? Wo bist du? Okay, du bist hinter mir! Der ist hinter uns! Oh mein Gott, nein! Oh mein Lars. Gott, er ist da! Warte mal, hier rein! Komm rein! Hier ist eine Höhle! Lars, wo bist du? Versteck dich! Wo ist der? Ist der über uns? Oh Gott, ist er leise! Oh nein, die Mumie ist auch da! Oh mein Gott! Izzy, die haben uns gesehen. Die wissen, wer wir sind. Izzy, die haben uns gesehen. Izzy ist da. Oh mein Gott, die läuft von mir. Izzy, die haben uns gesehen. Ja, die haben uns... Die haben uns gesehen. Die wissen, wer wir sind. Izzy, unsere Sachen. Sei still. Die sind da. Oh mein Gott. Die laufen vor uns lang. Oh, wir müssen uns hier rein. Was ist das hier? Versteck dich hier. Ich bin versteckt. Wem ist die Höhle? Ich weiß es nicht. Ich habe nur diesen kleinen Eingang gerade gesehen. Sind die da noch? Sind die noch draußen? Okay, lass bitte noch kurz drin bleiben. Die suchen jetzt nach uns. Sie suchen definitiv nach uns. Wir müssen jetzt irgendwie... Izzy, hör mir zu. Was ist denn? Wir können unsere Sachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Das geht nicht. Aber wir haben doch kaum Sachen. Wir sind total arm. Wir haben gar nichts in unserer Hütte. Aber es ist unsere Hütte. Das ist unser Zuhause. Okay. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Da sind wir auf jeden Fall in Sicherheit. Ich fühle mich hier in der Höhle nicht unbedingt sicher. Ich habe Angst, dass sie hier reinkommen. Ich guck mal kurz. Meinst du, die sind da draußen noch? Was denkst du, wann wir hier wieder raus können, Izzy? Ich weiß es nicht. Geh du mal vor. Los.
Wie, was? Geh vor. Ich bin lebensmüde. Doch. Okay, ich geh vor. Nein, ich komm mit, Wir machen das zusammen, okay? Sind die noch irgendwo? Hier ist niemand. Oh, ich hab so eine Angst. Die Luft ist rein. Bitte lass uns einfach schnell nach Hause. Die Luft ist rein, Bitte lass uns, ja, okay. Okay, jetzt noch den Berg hoch. Lars, es ist nicht mehr weit. Wir sind gleich. Bist du sicher, dass wir gehen wollen? Ja, natürlich wollen wir nach Hause gehen. Wir haben's gleich geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Izzy? Lars? Izzy, was ist das? Hat es da gerade gebrannt? Oh nein. Nein! Oh mein Gott, unser Haus! Das war's mit der ersten Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es war auf jeden Fall ein ereignisreicher Tag heute. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Unser Haus steht hier gerade in Flammen. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall am Freitag auf Lars seinem Channel. Lars, ganz genau, Lars oder so. Yeah, yeah. Lars wird nämlich am Freitag um 14 Uhr die nächste Folge hochladen. Checkt das auf jeden Fall aus und abonniert seinen Kanal, damit ihr es auf keinen Fall verpasst. Aktiviert die Glocke und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr auch die nächsten Folgen hiervon auf meinem Kanal seht. Die Videos kommen dann regelmäßig immer Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag auf unseren Channel abwechselnd. Und ja, Freunde, ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Freitag. Schreibt euch das hinter die Ohren, Leute. Schreibt es hinter die Ohren. Abonnieren nicht vergessen. Hinter die Ohren ins Hausaufgabenheft an die Wand. Da wird sich, werden sich eure Eltern bestimmt freuen. So richtig schön mit Edding an die Wand kritzeln. Dann denken, nein, macht es auf keinen Fall. Aber schreibt es euch auf. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag. Bis dahin noch einen fantastischen Tag. Und hasta la. Pasta! Tschüss!